Hallo, hier bin ich mal wieder, euer Amos aus Ostfriesland. Wir Landwirte leben bekanntlich von der Natur. Aber wir leben auch in der Natur und wir leben vor allen Dingen auch für die Natur. Was ist eigentlich so die letzten Jahre alles passiert? Wir haben die Pflanzenschutzmittelmengen deutlich reduziert. Wir haben auch die Düngemengen deutlich reduziert. In Teilbereichen sogar fast halbiert. Wir haben viele Agrarumweltmaßnahmen, Blühstreifen mitgemacht. Alleine bei uns im Betrieb sind fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind mit Agrarumweltmaßnahmen belegt. Das heißt, wir leisten besondere Aufgaben, erfüllen besondere Aufgaben, um der Natur etwas Gutes zu tun. Und damit den Insekten, den Vögeln. Auf der anderen Seite müssen wir leider feststellen, dass die Lichtverschmutzung immer weiter zunimmt, was den Insekten und auch den Tieren und Menschen sicherlich nicht nur hilft. Wir müssen leider feststellen, dass jeden Tag fast 60 Hektar Fläche versiegelt werden. Das ist mehr Fläche als bei allen drei Profiligen in der ersten und zweiten Bundesliga die Fußballplätze zusammen. Und dann fragt man sich, warum brauchen wir dann ein Gesetz, ein Insektenschutzgesetz oder ein Aktionsprogramm Insektenschutz, wo wir Landwirte schon so viel leisten und vor allen Dingen eigenständig teilweise Sachen entwickelt haben. Das, was da jetzt von uns verlangt wird, ist ein ziemlicher Bruch in unserer Bewirtschaftungskultur. Gerade wir Landwirte und die jüngeren Landwirte insbesondere haben durch ihre hochqualifizierte Ausbildung sehr wohl verstanden, was es bedeutet in einem Miteinander mit der Natur. Und darum ist es sehr wichtig, dass man begreift, dass Natur- und Umweltschutz und damit auch der Insektenschutz nur im Dialog mit der Landwirtschaft stattfinden kann und nicht durch Verbote oder Gesetze. Denn gerade die Auflagen, die machen unsere Produktion immer teurer. Und das bedeutet, dass wir nicht mehr in der Lage sind, mit dem Ausland zu konkurrieren. Und ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass wir einen Import oder einen weiteren stark zunehmenden Import von Lebensmitteln nicht wollen. Denn wir brauchen unsere heimische Landwirtschaft und eine starke heimische Landwirtschaft. Darum glaube ich, ist es sinnvoll, dass wir das Insektenschutzprogramm, so wichtig Insektenschutz auch ist, und ich habe es ja gerade schon skizziert, was wir Landwirte alles machen, nicht durch neue Regularien einfach festgelegt wird, sondern wir brauchen einen aktiven Dialog, ein Miteinander anstatt ein Gegeneinander. Das war's dann mal wieder. Euer Amos aus Ostfriesland.